Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Dann braucht die Bank auf jeden Fall normalerweise, bevor sie den Darlehensvertrag fertig macht, auch noch einen Kaufvertragsentwurf. Ja? So, das heißt, der Banker will normalerweise sehen, was kaufen Sie unter welchen Bedingungen. Da gab es mal einen schönen Fall. Die hatten, das waren Lehrer und irgendein Rechtsanwalt. Und die dachten jetzt, dass sie super schlau wären und jeder wollte sich gegen jeden absichern. Und die hatten also jeden Mangel, der an diesem Haus war, in diesen Kaufvertrag eingetragen. Drei DIN A4 Seiten eng bedruckt. Das war jetzt ganz schlau, weil der eine sagt, Mensch, ich habe keine Risiken, ich habe jetzt alles dem Käufer verraten. Und der Käufer hat gesagt, naja, ich bin jetzt auch gegen alles gewappnet. Ja, wen hatten die beiden vergessen? Na? Die Bank. Der Banker sieht das und sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und damit war das Ding geplatzt. Da standen dann noch so schöne Sachen wie Schwamm drin und Hausbock. Also wirklich so Gruselkabinett beim Immobilienkauf. Ein Kollege von mir hat es dann doch noch hingekriegt. Aber das ging nicht mehr schnell und es war dann richtig teuer. Irgendjemand fragte, also der Kollege hat dann für diese Finanzierung 6% plus Mehrwertsteuer genommen. Na, also billig und schnell geht's nicht. Ja, und wenn die sich wirklich so blöd beim Notar verhalten, da sagt jeder Banker, da geht dem der Allerwerteste auf Grundeis und dann sagt er, nee, das mache ich nicht, das ist mir viel zu viel Risiko. Da fliege ich eventuell beim nächsten Mal. Oder wenn die Revision das sieht, fliege ich wahrscheinlich hochkant aus dem Haus. Die haben ja auch Schiss um ihren Job, kann man auch verstehen. Ja, und dann sagt so ein Banker im Zweifelsfall, nee. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!